Ja, hier im Le Meridien fand nun die Präsentation der Stargäste für den morgigen Opernball statt. Und zwar nicht von Herrn Richard Lugner, sondern von Markus Deusel, auch genannt Mr. Alpha Cooling. Und er nimmt auf diesen morgigen Opernball niemand Geringeren mit als den Kultsänger Heino, wie auch den Comedian Oliver Pocher, den ehemaligen Justizminister Michael Krüger und auch den US-Schauspieler Franco Nero. Allesamt werden morgen gemeinsam mit ihm in der Lounge sein und wer weiß, vielleicht sogar das ein oder andere Tänzchen wagen. Hier im Le Meridien fand, wie gesagt, nun die Präsentation und Vorstellung seiner Gäste statt. Und dazu gab es bereits einen skurrilen Auftritt von Oliver Pocher, denn er kam gleich mal verkleidet als Heino, in der jüngeren Version natürlich. Heino selbst freut sich auch schon sehr auf den Opernball morgen, natürlich etwas mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn Heino befindet sich ja nach wie vor in der Trauerphase um seine geliebte Hannelore. Sie wäre mit ihm natürlich auch sehr, sehr gerne auf den Opernball gegangen, aber man wollte eben auch von Seiten seines Managers Helmut Werner wie auch mit Markus Deusel gemeinsam Heino hier eine Freude machen und ihn eben zum morgigen Opernball ausführen. Wie viel das Ganze Markus Deusel gekostet hatte, das wollte er allerdings nicht durchblicken lassen. Für mich, Wien ist eine wunderschöne Stadt. Wenn die Sonne draußen scheint, wahrscheinlich noch viel toller. Also, ich bin in Bad Ischl geboren, Salzburg aufgewachsen. Mit 20 Jahren bin ich nach Deutschland gezogen, weil ich mich selbstständig machen wollte. War damals ein bisschen schwieriger und in Deutschland einfacher. Deswegen seit 20 Jahren und bin seitdem Unternehmer. Und die bisher größte Sache, die ich so an den Start gebracht habe und entwickelt habe, ist eben Alpha Cooling, wo sich die Ereignisse nahezu überschlagen, auch mit dem gesamten Opernball, wo die Grundidee eigentlich die war, dem lieben Heino ein paar schöne Stunden zu bereiten. Und es freut mich sehr, dass er unsere Einladung angenommen hat. Helmut war maßgeblich verantwortlich, der hat die Idee auf den Tisch geworfen, er hat gesagt, herzlichst gerne, das machen wir, fantastisch. Und dass das jetzt so eine große Show draus wird, war ja so nicht geplant von meiner Seite. Helmut hat nur gesagt, vielleicht noch den einen oder anderen Gast, sage ich, okay, machen wir, und er machte halt. Und Helmut, also mittlerweile muss ich schon sagen, King of Management, der was macht, dann offensichtlich explodieren Dinge, und es freut mich riesig, dass ihr hier seid und dass ich hier sein darf. Dein zweiter Besuch, was dürfen wir erwarten? Ja, ich bin jetzt mal froh, dass ich da bin. Vor 10 Jahren ist es ja auch schon sehr unterhaltsam gewesen und das hat nachgehalten bis heute. Und für mich das große Comeback. Freue mich auch auf Heino. Wir kennen uns ja wirklich auch schon seit langer Zeit. Er war bei mir zu Gast auch noch damals, auch mit Hannelore in der Sendung in der Oliver Pocher Show. Gibt auch eine besondere Beziehung hier auch zu Sandy, die er noch als Kind kannte, weil ja auch der Vater von Sandy auch mit Heino natürlich auch beruflich Kontakte hatte. Und das ist wie so ein kleines Familientreffen. Und jetzt haben wir noch 2 Kamerateams und 4 Fotografen da. Was will man mehr? Ja. Jetzt soll ich auch noch was reden. Was also, immer du möchtest, das Singen fällt mir an für sich leichter. Aber er ist jetzt mein neuer Manager. Mein alter Manager hat immer gesagt, wie wir uns 1965 haben kennengelernt, Heino, nicht reden, nur singen. Also das ist mir entgegengekommen. Und, das hätte Michael Wendler mal beachten sollen und zählen. Ja, nein, ich bin natürlich auch froh, zum Opernball hier zu sein. Markus, Herr Dausel hat mich eingeladen und es freut mich sehr. Ich hatte das immer schon mit Hannelore geplant, aber leider hat der liebe Gott uns eine Rechnung, also einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber trotzdem, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin wieder froh, mal hier in Wien zu sein. Und ich hoffe, ich habe einen schönen Abend hier mit meinen lieben Freunden. Ja, perfekt. Dann ist natürlich auch so, dass wir Wirtschaft, auch Politik, vereint auch der Herr Deusel in Form von Wirtschaftsanwalt Dr. Michael Krüger, der auch hier anwesend ist, unser allerlieber Freund. Ja, also wir freuen uns wirklich, es ist eine illustre Runde, fühlt sich eigentlich an wie ein Klassentreffen nach so vielen Jahren, und wir haben vorher noch bei einer Viertelstunde gestartet, und es geht glaube ich so weiter, war in vielen Opernbällen,
Geschäftsstrahl, nie so relaxed, ist vielleicht auch ein Zeichen, dass man weitermachen soll, ne? Weil, man muss sich auch ganz ehrlich sein, die Opernball-Hoffnung mit einem 91-Jährigen zu haben, das ist schon ein bisschen Gefahr in Verzug, muss man sagen, und mit in Form von Markus Deusel könnte das durchaus, wenn er sich und seine Familie hier wohlfühlt, könnte das durchaus eine Geschichte sein, die man noch einige Jahre erzählen kann. Und das finde ich toll, auch dass ihr alle gekommen seid, dass wir uns nach so vielen Jahren wieder sehen. Und Gesundheit. Ich habe eine neue Corona-Variante, aber da reden wir gar nicht drüber. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, stoßen wir mal an. Endlich! Ja, ja. Oben oder unten rum? So. Ist das schon, sind wir schon so weit, dass wir anstoßen? Ja. Ist immer gut, einen Anwalt hier am Tisch zu haben für mich. Ja, danke, danke. Was ist dein Fachgebiet? Familienrecht oder? Wirtschaft und Medien. Kann ich auch gebrauchen. So, Michael, kommst du? So. So, machen wir mal ein Foto, stoßen wir mal zusammen. So. So, auf einen schönen Wiener Opernball 2024. Ja, man nennt Sie auch schon hier bei dieser Pressekonferenz den neuen Lugner. Ist das Ihr Ziel, den Herrn Lugner irgendwann mal zu ersetzen mit den Stars am Opernball? Nein, das ist nicht mein Ziel. Es war von Anfang an nicht das Ziel. Am Anfang war ja nur geplant, Heiner ein paar schöne Stunden zu bereiten. Es war Helmut Werners Idee, wir sprachen darüber, haben ihn gefragt, ob er das möchte in seiner Trauerzeit. Ja, es ist gut, er ist 85 und er freut sich riesig darüber. Und dass ich in Lugner werde, um Gottes Willen, das wäre mir auch zu alt. Ich bin jung, dynamisch, Unternehmer und gucke mir das einfach mal an, was passiert. Und ich glaube, ich werde morgen freudestrahlend das Gebäude verlassen und wir werden weiter überlegen, was wir tun. Wir haben schon drüber gesprochen, aber Pläne gibt es da noch nicht dazu. Oliver Pocher ist ja dann auch einer der Stargäste. Wie kam es denn da zu dieser Einladung? Zu der Einladung kam es, weil Helmut Werner bekannt ist mit Oliver Pocher und wir haben gesagt, wir wollen eine nette, lustige Runde, das sich mit unterhaltsamen Leuten zusammenstellt und so eine Art Klassentreffen, wo nicht gepostet wird, keine Show gemacht wird, wo wir einfach nur Spaß dabei haben. Und mit Oliver hat man natürlich auch Spaß. Helmut Werner hat vorher angesprochen, dass man jetzt quasi mit diesen zwei Gästen, vor allem mit Heino, den Opernball wieder in die alte Ära zurückbringt, zum Original sozusagen. Sehen Sie das auch so, dass der Opernball in den letzten Jahren ein bisschen Glanz verloren hat? Ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil ich zu wenig vom Opernball mitgekriegt habe. Aber wo ich sage, höre ich es gerade selber, warum habe ich zu wenig mitgekriegt? Wahrscheinlich, weil zu wenig los ist. Und es ist ja der weltschönste Opernball, den es überhaupt gibt. Und dass ich in Deutschland nichts davon mitgekriegt habe, gibt zu denken. Deswegen, ja. Man sollte was dafür tun, ein bisschen. Was ist denn jetzt, Sie haben gesagt, Sie lassen das auf sich zukommen, aber was ist denn die Erwartungshaltung für morgen? Irgendwas muss Ihnen ja schon irgendwie im Kopf herumschweben, was soll wie passieren? Nein, ich schwebe mir gar nichts rum, weil ich war noch nicht dort, ich weiß nicht, was passiert. Ich schaue einfach, dass ich es lustig habe, entspannt bleibe und zur Würstelbude gegenüber gehe, weil ich freue mich schon riesig auf eine österreichische Käsekreiner. In Deutschland gibt es die ja nicht. Und drinnen in der Loge, das ganze Umfeld, einfach nur Vorfreude, ohne zu wissen, was passiert. Weil es natürlich auf der Hand liegt, muss ich die Frage noch stellen, wie viel lässt man sich denn solche Einladungen à la Heino und Oliver Pocher kosten? Dazu gibt es keine Auskünfte, aber es ist alles bezahlbar, irgendwie. Ja, Herr Werner, Sie sind da gewissermaßen auch dafür verantwortlich, dass zwei solche Stargäste morgen den Opernball beschreiten werden. Wie kam es denn dazu? Im Endeffekt kam es tatsächlich aus einer Laune heraus, weil Markus Deusel den Heino einfach nur ein paar schöne Stunden bereiten wollte. Und wir natürlich auch mitbekommen haben, dass eine sehr, sehr große Absagenflut drohte. Und mein Herz, auch wenn ich jetzt 10 Jahre den Opernball nicht in der Form gemacht habe, wie ich den in den letzten Jahren gemacht habe,
hängt immer noch am Wiener Opernball und der Markus sofort gesagt hat, machen wir was, wir bringen den Heino am Opernball, damit der Heino vielleicht ein paar schöne Stunden hat. Und dann hat eins das andere ergeben und da muss man ganz ehrlich sagen, mit Franco Nero, einer der 1982 gemeinsam mit Prinz Philipp und Richard Burton am Wiener Opernball war, der jetzt wieder nach 42 Jahren zurückkommt, ist eine Sensation, weil so ein Gast hat überhaupt den Wiener Opernball zu Weltruhm überhaupt gebracht. Und davon profitiert der Wiener Opernball bis heute. Und mit Oliver Pocher haben wir auch die junge Generation mit dabei. Man muss sich vorstellen, gemeinsam mit der Sandy haben die über 2 Millionen Follower auf Instagram, ein ganz anderes Publikum, das vielleicht vom Wiener Opernball noch nie etwas gehört hat und denen wir natürlich auch die sehr schönen Seiten des Opernballs in Wien zeigen möchten. Sie haben es jetzt vorher schon angekündigt, der Herr Deusel soll ja gewissermaßen der nächste Herr Lugner werden in Ihren Augen. Stimmt das? Er muss nicht unbedingt der nächste Herr Lugner werden, er ist der Markus Deusel, er ist Mr. Alpha Cooling, aber er hat das Potenzial, Mr. Opernball zu werden und da muss man ganz ehrlich sagen, er hat das Potenzial, bringt er mit. Er in einer Zeit, wo Leute sich am Opernball nicht blicken lassen, wegen eben, darf man das in der heutigen Zeit noch sich zeigen, dass einem gut geht, dass man erfolgreich ist, hat er gesagt, ich komme am Wiener Opernball. Und das finde ich ein ganz gutes Zeichen, weil der Wiener Opernball lebt von Leuten wie den Markus Deusel. Und auch, dass Stargäste da sind, ob das jetzt ein Heino ist, ob es ein Oliver Pocher ist, ob es die Sandy ist oder ein Franco Nero oder auch ein ehemaliger Justizminister in Form von Wirtschaftsanwalt Dr. Michael Krüger. Er vereint alles in einer Loge und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon einzigartig. Sie haben jetzt vorher noch ganz kurz in der Ansprache angekündigt, dass der Opernball gewissermaßen den Glanz verloren hat und dass Franco Nero jetzt gemeinsam auch mit Heino diesen Glanz von früher wieder mitbringen soll. Wieso hat der Opernball Glanz verloren? Ah, da müssen Sie die Verantwortlichen fragen, die ja immer in der Staatsoper wechseln oder so, wo vielleicht nicht der richtige Wert auf den Opernball gelenkt wird, aus mir unverständlichen Gründen. Aber der Opernball, es ist, man darf das auch jetzt nicht, es ist zwar der Staatsball, ja, aber es ist der Höhepunkt des Faschings, das muss man auch sagen, weil es findet immer am Donnerstag vor dem Fasching-Dienstag statt. Und man darf nicht alles so ernst nehmen, es ist bunt, es geht um Sehen und gesehen werden. Und der Glamour, ja, wir bringen den Glamour jetzt ein bisschen zurück, weil die Gäste ausfallen. Da muss man ganz ehrlich sagen. Bis natürlich auch, das muss man auch sagen, eine Elena Garancia ist eine Sensation, was die Staatsoper dem Publikum auch bringt. Das ist für mich ganz ein großes Ereignis, die morgen singen zu hören. Aber die Stargäste, und ich rede von wirklichen Stargästen, die bleiben in den letzten Jahren immer mehr aus. Und es kann irgendwie nicht sein, dass irgendwelche CDY-Prominente sich am roten Teppich schlängen und dass das gleich viel wert ist, als wie wenn Liz Taylor und Richard Burton am Ball sind. Das kann nicht sein. Dann sage ich vielen Dank für das Interview und ganz viel Spaß morgen. Danke, dann machen wir. Danke.